Maja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Denkweise. Danke. Danke für deine Zeit, dass wir dich hier im Bundeshaus interviewen. Du bist neu gewählte Ständerätin. Noch nicht offiziell vereidigt, oder wie? Morgen Morgen wird ich angelobt. Genau. Ich bin in der Zwischenzeit zwischen Nationalrat und Ständerat. Für den Kanton Basel-Land und das im Namen der Grünen. Stell dich doch bitte mal anhand von drei Stichworten vor. Oder mit anhand von drei Begriffen. Das ist jetzt noch schwierig. Eigenschaften oder einfach Begriff? Charaktereigenschaften, Begriff, wie dich andere vielleicht würden beschreiben. Ich habe Menschen sehr gerne. Das heisst, ich tue mich eben gerne mit ihnen auseinandersetzen. Das ist vielleicht so ein bisschen der erste Begriff. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und immer noch auf dem Land daheim. Das heisst, auch meine Naturverbundenheit ist sehr gross. Und durch das bin ich auch eben eine Umweltbewegte. Und das Dritte ist, dass ich aber auch sehr gerne das Weltoffene habe. Eben, das halt auch urbane, also auch immer, auch sehr, ich bin sehr ein neugieriger Mensch, auch wieder immer aufs Neue, auf Neues, vor allem auch auf Menschen, sehr neugierig. Von deinem persönlichen Hintergrund, was hast du ursprünglich gelernt gehabt für einen Beruf? Ich habe ein Handelsdiplom gemacht, das ist meine erste Ausbildung. Ich habe immer gewusst, dass ich auf meinem Büro wahrscheinlich nicht sehr glücklich werde. Und bin dann auf die Suche gegangen nach einem Beruf, der mir gefallen würde. Und habe dann mit 25 die höhere Fachschule für soziale Arbeit absolviert. Und dann nachher auch als Sozialarbeiterin geschafft. Eigentlich bis ich dann in Nationalrat gekommen bin, 2001. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich auch den Hof von meinen Eltern übernommen. Das ist, bin ich Miteigentümerin zusammen mit meinem Bruder. Und unsere Familie hat den Hof auch zusammen bewirtschaftet. Und ja, von dem her bin ich eigentlich jetzt auch Biobäuerin, wenn ich nicht da bin. Wenn ich nicht für Politik arbeite. Und das gibt mir auch einen wahnsinnig tollen Ausgleich. Wie gesagt, du bist ja ganz frisch in Ständerat gewählt worden, für den Kanton Basel-Land, als erste Frau überhaupt. Ist das speziell? Würdest du sagen, das sollte eigentlich schon normal sein? Oder fühlst du dich da jetzt in einer speziellen Verantwortung? Also, es ist natürlich für den Kanton Basel-Land quasi ein historisches Ereignis. Auch natürlich in doppelter Hinsicht, weil ich nicht nur die erste Frau seit 171 Jahren, sondern auch die erste grüne Politikerin, die das Amt von Standesvertreterin vom Kanton Basel-Land übernehmen. Und ja, wir haben bald 50 Jahre Frauenstimmrecht, höchste Zeit, würde ich sagen, und aber auch eine grosse Ehre gleichzeitig. Warum bist du ursprünglich politisch aktiv geworden? Was ist deine Motivation? Ich bin ein durch und durch politischer Mensch, sicher auch durch meine Familie. Das heisst, vor allem mein Vater, der hat, aber glaube auch mein Grossvater schon, die Frauen haben leider weniger Politik machen können, früher haben wir Politik gemacht. Und vor allem mein Vater hat mich sicher sehr geprägt. Er war bei der SVP Politiker, auch aktiver Politiker gewesen. Wir waren sogar noch 2 Jahre zusammen im Landrat, im kantonalen Parlament gewesen. Auch für die SVP, für die Grünen. Es war immer sehr lustig gewesen. Wir haben es aber immer sehr, sehr gut vertreibt. Ich habe von ihm sehr viel gelernt. Also er hat zum Beispiel auch mit allen Menschen schwätzen und hat auch so eine direkte Art gehabt, können auf Menschen zugehen und so ein das Verbindende suchen. Und von dem her ist für mich eigentlich ausdiskutieren und vor allem auch Auseinandersetzungen auf der sachlichen Ebene, also wo es wirklich um Argumente geht, für oder gegen eine Strasse, zum Beispiel haben wir uns viel gestritten, als ich jung war, hat für mich wie zu einem Alltag gehört. Und zusammen mit meinem Bruder Anna sind wir dann natürlich auch in dieser 80er-Jahr-Umweltbewegung, die hat uns natürlich voll erfasst. Und das Waldsterben, ich bin neben dem Wald aufgewachsen, also ich habe mir das
für mich sowieso eine furchtbare Vorstellung war, dass eigentlich der Wald stirbt wegen unseren Luftschadstoff, also wie wir die Luft so verpesten. Und das war dann eigentlich auch der Einstieg, dann nachher später, dass ich mich für die grüne Politik entschieden habe. Wie war die Reaktion von deinem Vater, wo du gesagt hast, ich gehe jetzt zu den Grünen politisieren? Gut, das hat ja schon viel vorher angefangen, weil zuerst bin ich schon mit 21 mal in die Kirchenpflege gewählt worden, weil ich habe schon mit 17, 18 eigentlich angefangen, mich betätigen, politisch, aber auch gesellschaftlich. Wir haben zum Beispiel mit unserer Jugendgruppe die erste Alu-Sammelstelle eröffnet in unserem Dorf. Und durch das hat mich dann auch kennt. Und das hat mein Vater natürlich auch begrüßt, dass wir als junge Leute auch aktiv sind. Ich weiss, er hat uns dort auch einen Jugendraum gesucht. Und klar, später, wo es dann natürlich politisch hart auf hart gegangen ist, hat er schon weniger Freude gehabt. Aber ich denke, meine Eltern, muss ich auch meine Mutter ganz fest dazu nehmen, sie haben mich wirklich immer unterstützt, dass ich wirklich meinen Weg gehen konnte. Natürlich meine Familie, dann nachher auch mein Mann, der immer hinter mir gestanden ist, meine Kinder sowieso. Nein, also ich habe immer sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich so viele Menschen hatte. Also bis heute, die mich immer sehr unterstützen und mit mir zusammen auch mittragen und mitkämpfen, natürlich neben meinen vielen politischen Weggefährten. Verstehst du das? Wenn ein gewisses Konfliktpotenzial oder eine gewisse Ablehnung besteht, dass Leute aus der gleichen Familie, die politisieren, vor allem auch in höheren Rängen, also, dass da vielleicht ein kleiner Zielkonflikt entstehen könnte oder eine gewisse Abhängigkeit von einem. Wie meinst du das konkret? Also, konkret im Beispiel von du und die Vater im Landrat. Oder im Beispiel von Der Wasserfall und sein Vater, sind beide auch schon Nationalrat gewesen. Sprich, dass es ja eigentlich in der Schweiz noch viel mehr Familien gibt, wie die Politikfamilie, dass man das einfach wirklich breiter streut. Oder findest du, man sollte eigentlich Personen als Individuen anschauen und sagen, wenn die Person jetzt will politisieren, dann soll die das machen, unabhängig von dem, was die Familie rundum schon gemacht hat? Ja, selbstverständlich. Jeder Mensch muss seinen eigenen Weg gehen. Aber ich denke, das ist in der Politik nicht anders, wie vielleicht in einem anderen Beruf oder bei einem anderen gesellschaftlichen Engagement. Dass man natürlich einiges von daheim mitnimmt. Und dass, die Eltern das erste Vorbild sind. Und klar, nachher in dieser Phase, wo man rebelliert oder so, macht man dann vielleicht das Gegenteil. Oder eine Zeit lang das Gegenteil. Und das gehört alles dazu. Und ich finde, ja, das ist eigentlich völlig egal, woher man kommt, die Herkunft. Für wenn man die Person oder den Politiker oder die Politikerin dann beurteilt. Aber selbstverständlich ist es umgekehrt so, dass man seine Herkunft ja auch nicht verleugnen soll. Und dass man ja immer auch eben ein Stück weit davon auch mitträgt, dass es einen prägt. Und das gehört echt zu jeder Persönlichkeit und das ist in der Politik nicht anders. Was würdest du denn grundsätzlich höher gewichten? Die Persönlichkeit von einer politisierenden Person oder die jeweilige politische Position? Persönlichkeit. Persönlichkeit ist ja überall eigentlich das Wichtigste im Leben. Das ist ja auch das, was einem die Freiheit lässt oder sollte lassen, dass man sich immer wieder entscheiden kann. Und zwar auch mit einer gewissen Freiheit, weil man sich selber auch gut kennt und seine Haltungen, auch dem, wo man verpflichtet ist. Und die politische Haltung ist ja dann eine von den Haltungen, die man hat. Und ich denke, je stärker eine Persönlichkeit verwurzelt ist, je sicherer sich auch ist oder sie sich sicherer ist, je, denke ich, auch bessere politische Entscheidungen kann er schlussendlich fällen. Also ob die ihm dann passen oder nicht. Aber sie sind wenigstens, sie sind nicht nur autonom gefasst, sondern sie sind aus dieser Persönlichkeit aus, stimmen sie dann ja auch. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt für mich auch etwas, wo ich muss sagen, in diesen vielen Jahren, es sind ja schon fast 30 Jahre, ich darf Politik machen, nein, eigentlich schon fast länger, ist für mich das auch immer entscheidend gewesen, dass
über alle politischen Parteien über gibt es sönige und sönige Menschen. Und eben sönige Persönlichkeiten und andere. Und das hat eigentlich gar nichts mit der Partei zu tun. Und klar versteht man sich mit einigen Persönlichkeiten besser und mit anderen weniger. Und dann ist dann eigentlich die politische Meinung, ist dann klar, die gehört dann dazu, oder? Und das ist aber auch ein guter Ausgangspunkt. Das ist sehr spannend, weil alle Politiker, Politikerinnen, die mich bisher gefragt haben, haben die gleiche Antwort gegeben. Also, erstaunt dich das, oder? Also, ich finde es sehr ein gutes Zeichen. Muss ich sagen. Ich finde es auch ein extrem gutes Zeichen, und ich nicht weiss, wenn man es vergleichen mit anderen Ländern, ob das vielleicht etwas auch mit unserem politischen System zu tun hat. Weil ich finde unser politisches System von dem her eigentlich wirklich unglaublich genial, auch stabil, halt manchmal ein bisschen langwierig. Weil wir wirklich halt von, ich sage immer, eigentlich von den Vereinen aus und von denen, vom ganz Lokalen aus, wo man sich mal irgendwo engagiert, lehren wir eigentlich so das demokratische Verständnis, oder? Man hat andere Meinungen, aber man hat immer ein Ort, wo eine Organisation ist, sei es ein Vorstand, ein Präsidium, wo man immer wieder die Abläufe lehrt, oder? Und wo man auch immer wieder muss abstimmen, oder mal verliert man, mal gönnt man, man sucht Mehrheiten. Aber man muss eigentlich immer, man muss immer eigentlich mit allen auskommen, dass man weiterkommt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, und das ist ja bis oben eigentlich so. Und das zeigt, also das gibt ja uns auch den Wert, den ich sehr hoch schätze, von unserem Konkordanzsystem oder von unserem System, wo wir auch wechselnde Mehrheiten haben und wo man weiss, ich bin respektvoll mit meinem Kollegen, meiner Kollegin heute, weil ich, morgen arbeite ich ja vielleicht wieder mit ihr zusammen. Jetzt nicht aus Opportunitätsgründen, sondern weil man das eigentlich weiss, oder? Es ist so das Wechselspiel. Und niemand hat einfach die Macht, zu sagen, deine politische Meinung eben gefällt mir nicht. Darum will ich mir mit dir gar nicht abgeben. Sondern wir müssen uns immer wieder auseinandersetzen miteinander. Und zwar mit Leuten, die man sich mit auslesen kann. Das finde ich extrem spannend. Und eben sehr, sehr, nicht nur spannend, ich finde es auch, ganz wichtig und auch eine Voraussetzung für wirklich ein Miteinander gehen und ein Miteinander Lösungen erarbeiten. Obwohl ich mir bewusst bin, dass das es länger geht, bis man Lösungen hat. Das kann man bei unserem Land sehr gut verfolgen. Manchmal ist es ein Nachteil, weil manchmal pressieren ja Lösungen auch. Man hat nicht lange Zeit, aber es sind dann immer, schlussendlich findet man Lösungen, die dann eben eigentlich allen mehr oder weniger entsprechen. Also die dann wirklich verheben auch bis runter, oder? Und sich uns dann auch über längere Zeit verhebt. Auf den Grundgedanken zurückkommen, vom Zusammenzuschaffen. Wie wirst du von der SVP wahrgenommen mit deinem Hintergrund? Sprich, dass du ja Bio-Bäuerin bist und SVP ja eigentlich die Bauernpartei schlechthin ist. Wirst du das ein bisschen als Abtrünnige, als Verräterin angeschaut oder bist du einfach eine weitere Grüne im Kuchen? Jetzt müssten Sie ja jetzt die SVP selber fragen, respektive ihre Vertreter und Vertreterinnen. Aber da muss man ja sagen, es gibt ja nicht die SVP. Es gibt auch dort verschiedene Gruppierungen, respektive eben die Bauernfraktion, die Bäuerinnen zum Beispiel auch. Ich kann vielleicht einfach sagen, von meiner Herkunft her, weil ich ja aus einem bäuerlichen Herkunft komme und quasi auch aus einem SVP-Umfeld, weil eigentlich, wo ich geboren bin und alle Bauernfamilien ringsum, die sind automatisch schon fast, ich sage mal fast mit der Geburt in der SVP gewesen. Und von dem her habe ich eigentlich die Leute wie immer sehr gut kennt. Und für mich gibt es auch ein bisschen einen Unterschied zwischen denen noch alten SVP, wie sie war. Die sind nämlich bäuerlich konservativ gewesen, aber durchaus auch so im Gewerb und so auch ein bisschen im Sozialen mehr verankert, weil man hat ja auch geschaut, dass der Familie gut geht. Eben zum Beispiel, wenn ich das Beispiel nehmen darf, Bauern haben geschaut, hier bis in Bundesebene, dass sie schon vor 50 Jahren Familienzulagen gehabt haben, als einzige Berufsgruppe. Also man hat ja dort eigentlich für sich sozial geschaut.
Und erst später ist die SVP dann die Partei geworden von den Millionären und von den Grossgrundbesitzern, muss man heute sagen. Und das ist nicht die SVP, die jetzt zum Beispiel mein Vater oder noch nächste Generationen drin gewesen. Und die erste Generation, von denen bin ich immer auch unterstützt worden. Die haben zwar gesagt, ich bin nicht mit allem mit ihr einverstanden, aber eigentlich verstand ich, dass es Kulturlandschutz ist auch für uns wichtig. Unsere Lebensgrundlagen braucht man, damit man überhaupt bauen kann. Und von dem her hat mir das auch geholfen. Und als ich hier hingekommen bin, das erste Mal auf Bern, vor 18 Jahren, ist also der damalige Bauernpräsident einer der ersten gewesen, der zu mir gekommen ist und mich begrüßt hat und gesagt hat, ja, wir wissen schon, wer du bist. Dein Vater war SVP und so. Und das hat mir eigentlich eher die Tür geöffnet, dass sie auch ein gewisses Vertrauen hatten. Weil sie auch ein bisschen gewusst haben, aus welchem Haus ich komme. Und von dem her, ich schätze eigentlich den Austausch sehr, noch bis heute. Wie du vorhin gesagt hast, du bist schon relativ lang politisch aktiv. Was würdest du als eine von deinen grössten politischen Errungenschaften bezeichnen, wo du maßgeblich beteiligt bist? Ja, also das ist schon, dass ich durfte, als ich ganz frisch hier hingekommen bin, gerade Einsitz nehmen in der Wissenschaft, Bildung, Kulturkommission und durfte am ersten Gentechnikgesetz der Schweiz arbeiten. Also es hat vorher das noch nicht gegeben und wir mussten die gentechnischen Verfahren irgendwie regulieren. Und dann durfte ich an diesem Gentechnikgesetz mitarbeiten. Das zeigt der Film «Mais im Bundeshaus», wie die Gesetzesarbeit gegangen ist. Und dort in einer Allianz mit den Bauern eben zusammen, mit dem Bauernverband, der dann mitgeholfen hat, aber auch mit ganz vielen bäuerlichen Vertretern, mit den Konsumentinnen, Konsumentenschutz, mit den Umweltorganisationen, Entwicklungsorganisationen, uns ja für das Gentech-Moratorium einsetzen. Das ist dann im Gentechnikgesetz ist ja nicht durchgekommen. Und später haben wir ja dann in dieser breiten Allianz die Gentech-freie Initiative lanciert. Und die ist im 05, ist die ja von allen Kantonen angenommen worden. Und natürlich von der Bevölkerung. Und ich muss sagen, das ist natürlich eine Initiative so gönnen. Mit dieser Allianz und so spüren, wir haben gegen Bundesrat und gegen die Mehrheit vom Parlament, muss man noch sagen. Gegen alle Parteien, fast. Also vor allem ausser die Linksgrünen und EVP. Das ist ein ganz toller Sieg und einfach ein gemeinsamer toller Sieg. Und das Schöne ist, und darum würde ich ihn als grössten Erfolg auch taxieren, das Gentech-Moratorium ist immer wieder verlängert worden. Das gilt bis heute. Jetzt sind wir daran, es wieder zu verlängern. Also es hat einen Eingang gefunden, auch in die Qualitätsstrategie, in die Schweizer Qualitätsstrategie, in der Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft. Und das Gentechnikgesetz ist seitdem auch nicht mehr massgeblich geändert worden, weil wir einfach so ein gutes Gesetz gemacht haben, das bis heute Gültigkeit hat. Und das ist sehr toll. Aber eben, wie gesagt, das bin ich nicht allein. Das ist auch eine sehr schöne Zusammenarbeit, über Parteien über und auch mit den Verbänden zusammen. Überhaupt so im Landwirtschaftsbereich, glaube ich, haben wir einiges. Und wenn ich noch, eben das wäre jetzt mehr Landwirtschaft, Ernährungsbereich, wo ich sicher etwas erreicht habe. Und das zweite grosse Thema ist natürlich, ich bin seit 2014 Co-Präsidentin von Allianz F, zusammen mit Katrin Bertschi, meiner Nationalratskollegin. Und wir haben mit Allianz F doch können, auch in einer überparteilichen, ganz tolle Frauenkoalition, die gleichstellungspolitischen Themen hier durch die Röte bringen, was nicht immer einfach war. Bei der Lohngleichheit haben wir ein paar Anläufe gebracht, aber wir haben es geschafft. Vereinbarkeit, Beruf und Familie haben wir vorwärts gebracht. Wir haben sicher auch mitgeholfen, dass wir jetzt im Bundesrat 3 Frauen haben, also die 2 Bundesrätinnen gewählt worden sind letztes Jahr. Das war sehr viel Vorbereitungsarbeit.
Und das ist extrem schön zu merken, dass wenn man langfristig wirklich kontinuierlich politisch arbeitet, schafft, dass überparteilich wirklich zusammenbringen kann, dass wir dann zu einem Erfolg kommen. Und das Tüpfchen für mich war natürlich die Helvetia Luft, wo man mit noch nie so vielen Frauen im Parlament jetzt können abschliessen konnte. Das ist natürlich das Genialste, was ich jetzt auch gerade selber ja dann dürfen. Ich sage mal, ich war eigentlich ein auf Helvetia Luft. Das Tüpfchen auf dem I noch als letzte Wahl. Ich durfte eine weitere 12. Ständerätin im Stöckli gewählt worden bin. So als krönenden Abschluss. Das sind wirklich sehr schöne Erfolge, die ich eben wiederum, wo man gemeinsam schafft. Im Teamarbeit. Politik ist Teamarbeit. Immer. Was müsste denn passieren, dass du es bereuen würdest, jemals in Politik gegangen zu sein? Da kann, glaube ich, gar nichts mehr passieren. Nein, ich glaube, ich muss nicht nur glauben, ich bin extrem dankbar, dass ich so eine wirklich ganz spannende, ganz intensive, sicher auch sehr viel geschafft in dieser Zeit, aber einfach wirklich eine wunderbare Zeit in der Politik durfte erleben. Auf der kantonalen Ebene, auf der Gemeindeebene voran und jetzt vor allem die 18,5 Jahre hier im Nationalrat, so habe ich heute gedacht, das ist so schnell vorbeigegangen. Und ich habe wirklich keinen einzigen Tag bin ich quasi ungern hier in das Bundeshaus gekommen. Und ich habe gerade auch studiert, ich habe, glaube ich, nie gefehlt. Das habe ich nämlich noch wollen fragen heute bei den Parlamentsdiensten, muss ich, glaube ich, noch nachholen. Ausser, wo meine Tochter mal, ja, sie ist zweimal im Spital gewesen. Dann habe ich, selbstverständlich, bin ich zu ihr gegangen. Aber ich glaube, ich bin gar nie krank gewesen. Habe wirklich nie gefehlt. Und, das zeigt ja auch, ich bin oft extrem gern da gewesen. Ja, und von dem her bin ich sehr dankbar, dass sich das auch alles immer so gefügt hat, dass ich auch immer die Chance gehabt habe und vor allem auch die Grünen, meine Partei, mir die Chance gegeben hat. Weil als jemand nur schon in den Nationalrat kommt, wieder gewählt wird, für einen Ständerat gewählt wird, das ist eine unglaubliche Arbeit von der eigenen Partei, von den Grünen in Baselland, von den Grünen hier, aber von unzähligen Leuten, Frauen, Männer, junge Menschen, die in den Dörfern, in den grösseren Gemeinden wirklich jedes Wochenende jetzt sind, Flyer verteilen, Standaktionen gemacht haben, Plakate aufgehängt haben, ihre Kolleginnen und Kollegen avisiert haben, die Inserate geschaltet haben, die mir Leserbriefe geschrieben haben, die einfach unglaublich viele Sachen gemacht haben, eigentlich, das kann man gar nicht zahlen, oder? Das ist wirklich wunderbar. Die Bewegung und das Engagement, das berührt mich auch immer sehr, dass wir auch so einen Zusammenhalt haben und dass wir so, alle für einen und eine für alle. Und das schätze ich extrem. Aus dem politischen Alltag auf dem Bundeshaus. Was würdest du da von innen anders beschreiben, wie es von außen wahrgenommen wird? Ganz sicher, dass Kollegialität besser ist, als man sie von außen wahrnimmt. Ich sage den Leuten immer, das, was ihr in der Arena seht, ist Show. Das hat nichts damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Ich finde es auch schade, dass man das Bild zeigt. Wir tun uns schon mit Argumenten hart begegnen, das ist auch wichtig. Aber wir haben nicht den Umgangston. Wir tun in der Kommission, reden alle mit allen, man tauscht sich aus, wir gehen ja zusammen, gehen Kaffee trinken in jeder Pause, eben, es sind sich alle per Du, auch wenn man sich das erste Mal trifft. Das ist ganz ein anderes Zusammenarbeiten, als das, was man vielleicht von aussen wahrnimmt, wo man so das Gefühl hat, ja, da werden die grossen politischen, da sagt man sich politisch sehr wüst, oder? Also, das schätze ich auch sehr. Also, das ist eigentlich das, was ich würde sagen. Das wird sicher von außen leider halt auch durch die Medien falsch wahrgenommen. Du hast gestern bei der Eröffnung der Legislatur eine Rede gehalten und darauf appelliert, Veränderungen zuzulassen.
Hast du da auch ein bisschen Generationenkonflikt angesprochen? Oder was ist da ein bisschen der Hintergedanke gewesen? Nicht unbedingt Generationenkonflikt. Ich habe mehr wollen denen sagen, die quasi die Wahlen verloren haben, wo ja jetzt einer wirklich so Veränderung gegenüberstehen, die krass ist. Eben, ich habe sie auch verglichen mit vor 100 Jahren, 1919, wo das Proporzwahlrecht eingeführt worden ist. Und, wirklich auch so einen Erdrutsch natürlich gegeben hat in den Veränderungen von der politischen Zusammensetzung. Und ich habe mehr denen wollen sagen, die jetzt halt nicht zu den Siegen gehört haben, respektive die an Macht auch werden verlieren, parteipolitisch, dass sie sich nicht, dass sie wirklich nicht Angst haben sollen. Dass es ja nicht jetzt von heute und morgen quasi die Schweiz total verändert. Das ist ja bei unserem System schon gar nicht möglich. Das ist auch vor 100 Jahren nicht passiert, wo es noch viel mehr Kraft hat in diesem Machtgefüge, wie es der Claude Longchamp beschreibt. Dass sie doch sollen quasi sich offen zeigen, dass wir eben gemeinsam den Weg gehen wollen. Weil auch, erstens sind wir ja darauf angewiesen, also das Parlament ist uns immer noch bürgerlich. Es wird immer Mehrheiten brauchen, also das heisst Überzeugungskraft brauchen, um auch bürgerliche Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen und dass wir den Weg wirklich gemeinsam gehen. Und dass man da auch die Angst auch der Bevölkerung will nehmen, weil ich auch in meinem Wahlkampf gehört, dass natürlich auch viele Leute Angst haben, was jetzt das heisst. Und jetzt sind die Grünen so mächtig und dürfen wir jetzt nicht im Auto fahren. Und also wirklich, manchmal ganz absurde Sachen, die halt rum erzählt werden oder wo man auch ein bisschen versucht, natürlich extra ein bisschen den Leuten Angst zu machen. Und ich finde, Angst machen ist immer das Schlechteste, was man machen kann. Nein, man muss den Leuten Mut machen und man muss den Leuten die Möglichkeit geben, dass sie sich an diesen Veränderungsprozess beteiligen können. Etwas, was sicher zu einer grösseren Veränderung führen wird, ist das Klimathema. Für die Bevölkerung generell, würdest du sagen, der Zeitpunkt, um die Bevölkerung aufzuklären, ist vorbei, jetzt geht es nur noch ums Handeln, jetzt muss man gemacht werden. Oder hast du gesagt, das ist nach wie vor ein zentraler Punkt? Also die Bevölkerung muss man auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ganz etwas Wichtiges. Und zum Mitnehmen gehört natürlich auch eine gute Information. Aber was man feststellen als Tatsache ist, dass wir von der wissenschaftlichen Basis alle Fakten vorhanden sind und dass wir auch wissen, was wir eigentlich machen müssen. Plus, der Auftrag ist auch da mit dem Abschluss des Klimaabkommen von Paris, mit dem Auftrag, wo jeder Staat sein Ziel festgelegt hat und auch die Schweiz ihr Ziel muss erreichen. Und dort auch mit dem Wissen, dass je schneller wir der Ausstieg aus dem Erdölzeitalter schaffen, je besser stünden wir auch da punkto wirtschaftlicher Zukunft. Also wer hat die Nase vorne mit der nachhaltigen Wirtschaftsweise? Wer hat da Innovationen gemacht? Und von dem her finde ich es viel, viel wichtiger, das habe ich auch den Leuten immer gesagt, wenn wir jetzt die Klimamassnahmen umsetzen, ist das Wichtigste, dass wir das sozialverträglich machen. Das heisst, wir müssen immer parallel, oder das gehört ja auch sowieso zur grünen Politik, die soziale Gerechtigkeit mitdenken. Oder? Also, wenn wir eine Massnahme machen, wer verliert, wer gönnt. Und wir nehmen sicher nicht denen, die jetzt schon wenig haben, dann noch irgendetwas weg. Nein, im Gegenteil, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Die Fehler sind teilweise in anderen Ländern schon gemacht worden. Und das gibt selbstverständlich Widerstand. Das ist auch verständlich. Und das bringt schlussendlich wirklich keine Lösungen. Und wir brauchen Lösungen, die eben so nachhaltig sind, dass wir vorwärts gehen können. Wir werden aber müssen Massnahmen machen, wo wir müssen mutige Entscheidungen fällen müssen. Und das habe ich auch probiert zu sagen, haben wir auch mal Mut, einen Entscheid zu fällen. Und dann gemeinsam auch wirklich umzusetzen. Natürlich mit den Massnahmen ringsum. Würdest du denn sagen, das eine schließt das andere aus? Oder ist das Hand in Hand? Soziale, die soziale Gerechtigkeit
und die ökologisch Nachhaltigkeit? Das habe ich gerade probiert zu sagen, dass das unbedingt zusammengehört. Das eine ist inbegriffen im anderen. Weil ohne, dass wir soziale Gerechtigkeit mitdenken, können wir die ökologische Krise nicht bewältigen. Weil ich sage es immer einfach, das ist eigentlich auch meine grüne Politik. Geht es den Menschen gut, geht es der Umwelt gut? Geht es der Umwelt gut, geht es den Menschen gut? Wir Menschen leben in der Umwelt und die Umwelt kann vielleicht ohne uns Menschen leben, aber wir nicht ohne sie. Also haben wir das grösste Interesse daran, dass wir für ein gutes Leben für alle Umweltbedingungen, die Lebensgrundlagen so in Ordnung halten, dass eben Menschen heute und vor allem morgen und übermorgen können in Würde weiterleben. Und von dem her gehört zu einer Klimapolitik immer auch die soziale Frage. Also das heißt die soziale Umsetzung. Und das ist eben wiederum wichtig, um den Leuten die Angst zu nehmen, von sie wollen etwas uns wegnehmen. Ich finde, von dem her, du hast vorhin gesagt, wegen einem Generationenkonflikt. Ich sehe das eben nicht so, weil, aber vielleicht bin ich da auch anders, weil ich arbeite sowieso super gerne mit jungen Leuten zusammen, also mit allen Leuten, aber auch mit jungen Leuten. Ich denke, wir haben eben auch die unglaubliche Chance, die wir bis jetzt nicht hatten, dass wir gerade jetzt eine junge Generation hier haben, die seit einem Jahr an diesen Klimastreiks ist, die aber viel weiter geht als die, die auf der Strasse sind, die sich mit all diesen Themen vom Wohlstand ohne Wachstum, was ja schlussendlich, also ohne das Wirtschaftswachstum, ölgetrieben, wo uns der Klimanotstand eigentlich angebracht hat, wo das fangen an zu entwickeln. Und sie machen das teilweise, indem sie Artengardening machen, Pflanzplätze, selber Gemüse anbauen, das kann man belächeln, das ist enorm wichtig. Wieder wissen, wo kommt das Essen her. Sie machen es, indem sie sagen, wir gehen wieder auf Recycling, mit den Werkstätten auf, wir machen Reparaturwerkstätten. Sie machen es auf ganz vielfältige Art, Wohnarten. Wie wohnen wir in Zukunft? Wohnen wir immer noch vereinzelt? Brauchen so viele Ressourcen? Wo schaffen wir? Wieder schaffen und wohnen viel näher. Dann haben wir auch eine Mobilitätsproblematik weniger. Und so weiter und so fort. Und sie fangen die Sachen zu entwickeln mit einem Haufen Innovationen, die ja schon da sind. Wir müssen ja eigentlich schon viel. Und das Geniale daran finde ich, dass die ja eigentlich Eltern haben, und da zähle ich mich jetzt dazu, oder sogar Grosseltern, die noch ein bisschen jüngeren, die sind ja in dieser ersten Umweltbewegung schon gross geworden. Und die kennen das. Also, die kennen auch Fairtrade. Die haben vielleicht die ersten Fairtrade-Bananen gekauft, um es ganz banal zu sagen. Und die schließen sich ja auch an. Und das finde ich jetzt zum Beispiel etwas, was auch eine riesige Chance wäre, dass sich auch Generationen eben gerade verbinden, um gemeinsam, den Wandel, den wir brauchen, um die Klimakrise, zu bewältigen, dass wir eben das gemeinsam machen. Und darum muss ich sagen, das ist eigentlich auch eine riesige Chance. Weil unsere Gesellschaft könnte ja auch menschlicher werden. Weil wenn man sie anschaut, muss man auch sagen, wir haben dort ein riesen Defizit. Wir haben es nicht nur beim Klima. Wir haben, zum Beispiel nennen die grösste Suizidrate in der Schweiz. Im quasi glücklichsten Land der Welt, mit dem höchsten Wohlstand. Das ist echt tot. Das ist wirklich so traurig. Und unfassbar. Und so die menschliche Kälte, die vielleicht zugenommen hat, auch durch das wir extrem auf Konsum und Materielles abgefahren sind. Es gibt ja uns auch die Chance, dass wir eben können mit der Aufgabe, die wir haben, jetzt die Klimakrise zu meistern, auch die soziale Nähe oder das Miteinander auch wieder können stärken. Und das wird auch wieder über Generationen gehen. Und da, also ich muss sagen, ich freue mich riesig drauf. Gerade auch, vielleicht wenn ich das und das anfüge, aber ich will nicht zu lange warten, mit der Herausforderung, die ich jetzt nicht noch nicht angesprochen habe, die aber auch eine riesen Herausforderung ist für die jungen Leute, nämlich die Babyboomer-Generation, die ich dazugehöre, die heute noch relativ gesund ist, also wir können relativ alt werden. Das heisst aber auch, wir sind wahnsinnig viel
die dann mal Pflege, Unterstützung, Betreuung brauchen. Und wir müssen das jetzt mit den jüngeren Generationen anfangen, überlegen, wie wir das gemeinsam managen. Und ich finde, da gibt es viel mehr Antworten als nur bauen wir die Spitex aus und wie zahlen wir Krankenkassenprämien zahlen und setzen wir das Rentenalter auf. Da müssen wir ganz, ganz andere Fragen miteinander, also mehr Lösungen miteinander erarbeiten. Ich würde gerne auf das nochmal zurückkommen, weil du bist ja auch in der Kommission, soviel ich weiss. Das, was mich generell noch wundern nimmt, auf zukünftige Generationen, aus ethisch-moralischer Sicht, auch auf die Lebewesen auf diesem Planeten. Was haben wir heute für eine Verantwortung? Wir haben eine riesengroße Verantwortung, weil wir sind das Lebewesen, das eigentlich am meisten alle anderen Lebewesen benutzt. Und zwar mehr benutzt, als es eigentlich ja braucht, um gut zu leben. Die Übernutzung von diesen Ressourcen, also der ökologische Fußabdruck, der ist ja bei uns so etwa 3,5 Mal, oder? So, braucht dann etwa so 3,5 Erden, so wie wir leben. Das ist natürlich völlig ungerecht auf der einen Seite. Aber das Verrückte ist ja, dass wir nicht verstehen, er ist nicht nur ungerecht, das könnte einem ja noch gleich sein, man könnte ja sagen, ja, Pech gehabt, oder? Er ist ja so ungerecht auch gegenüber den nächsten Generationen, weil wir die nicht mehr so leben können. Und er ist unglaublich ungerecht gegenüber der Mehrheit der Menschen auf der Welt, die mit uns leben, unsere Mitmenschen, die nie so leben können, weil sie ja schlicht nicht genug Ressourcen hat. Und wir tun eben eigentlich selber unsere Menschheitsgeschichte durch das auch an einen Punkt bringen, wo ich auch schade finde, weil ich halt Menschen gerne, oder? Ich finde Menschen sind ja unglaublich spannende Lebewesen und aber für mich gehören sie halt sowieso zum Ganzen. Und darum ist es für mich jetzt immer auch klar gewesen, dass wenn man zum Ganzen gehört und sich dem auch so bewusst ist und so extrem kann beeinflussen, wie es den anderen Lebewesen ringsum geht, je eine grössere Verantwortung hat man dann. Du hast teilweise schon ein bisschen angesprochen, Klima-Apartheid. Ist dir das ein Begriff? Also ich kenne es vor allem Klimagerechtigkeit. Eigentlich den Ausdruck lieber. Finde ich sehr etwas extrem Wichtiges in dieser ganzen Bewegung. Muss man auch immer wieder den Leuten erklären. Habe ich auch gemerkt auf der Strasse. Das ist ja toll, wenn man Wahlkampf macht, fast ein Jahr, oder? Also ich bin sonst sehr viel bei den Leuten. An Anlässen und gehe auf die Strasse und bin überall. Aber jetzt ist es natürlich sehr gehäuft, also bin ich viel gewesen. Und viele Leute haben das nicht verstanden, was das heisst. Und das will ja genau heissen, wir hier, mit unserem CO2-Ausstoß auf der Nordhalbkugel, haben die Klimakrise, losgeritten. Die ist hier, die ist schneller hier, als jede Wissenschaft gedacht hat. Die ersten oder schon Auswirkungen bereits haben wir hier mit ein bisschen heissen Sommer. Aber das ist ja ehrlich gesagt noch nichts. Aber in der Sahelzone können die Menschen schon lange müssen sie weichen, haben wirklich nichts mehr. Es frisst sich wirklich Richtung Süden. Menschen müssen gehen. Das sind Millionen, Millionen von Menschen, die keine Lebensgrundlage mehr haben. An anderen Orten gibt es immer wie grössere Umweltzerstörungen durch Wetterextrem. Und dann ist natürlich der Meeresspiegel, also wir machen eigentlich den Menschen, die nicht die Verursacher sind, machen wir ihre Lebensgrundlage kaputt und tun ihnen im Prinzip ihr Leben verunmöglichen. Und wir haben ja schon eine grosse Verantwortung, wie wir die meisten Ressourcen überhaupt brauchen und auch auf Kosten von sie und von ihnen. Und jetzt sind wir eigentlich auch noch an diesem Punkt. Und ja, ganz ein wichtiges Thema und unglaublich wichtig halt, nicht so einfach, aber dort auch global die Klimagerechtigkeit in die internationalen Gremien zu tragen, über die UNO raus wirklich, um dort auch investieren. Darum fordern wir Grünen ja auch schon den Klimafonds. Ganz wichtig, wo man sowohl Projekte natürlich in der Schweiz hat, aber mit dem Klimafonds auch Projekte und Unterstützung in den Südländern könnte finanzieren.
kann man zurück auf die Kommission, wo du tätig bist, Soziale Sicherheit und Gesundheit. Also einmal die vergangene Kommission, ist ja noch nicht sicher, genau welche zukünftigen Kommissionen du. Also ich werde mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Soziale Sicherheit und Gesundheit haben. Du hast AHV, Generationenvertrag-Thematik vorher schon angesprochen. Wie siehst du das in Zukunft oder was hast du da für Lösungsansätze? Das wäre jetzt ziemlich ein langer Vortrag. Weil, also es gibt nicht nur einfach die Lösung, ich glaube, die hat niemand. Ganz wichtig ist, dass man die Altersreform angeht. Und dort ist meine Meinung klar, die Altersreform muss man sowohl bei der AV angehen, wie bei der zweiten Säule, also das berufliche Vorsorge. Und ebenso klar ist für mich, dass die AHV eines unserer wichtigsten Alterswerke ist. Und dass wir die auch müssen genügend finanzieren und sicher nicht abbauen. Und dass wir als reiches Land auch das Geld haben, dass wir können eine sichere AHV, respektive eigentlich sowieso ein sicheres Alter in Würde für alle. Und weil du angesprochen hast, noch wegen dem Generationenkonflikt, würde ich da vielleicht nur gerne noch anfügen, ich möchte nicht die einzelnen Sachen, die man machen muss, jetzt aufzählen, das kommt ja dann in der Beratung. Ein Argument, das ich auch gerne jungen Leuten, jetzt vielleicht eher von der rechten Seite, oder junge FDP zum Beispiel, wo das immer wieder sagt, wo jetzt ja auch eine Initiative lanciert hat mit einem höheren Rentenalter. Was ich an Ihnen aber gerne sage, ist, das ist richtig, dass junge Leute heute die ältere Generation zahlen. Und dass sie auch müssen vermehrt sicher, wie wir älter werden, die Finanzierung sichern. Aber auf der anderen Seite dürfen wir nie vergessen, dass durch das wir überhaupt eine Altersvorsorge haben, wo die eigenen Eltern in einer sicheren finanziellen Situation lässt, im Alter, die jungen Leute frei sind. Frei sind, sie können entfalten, unabhängig von ihren Eltern und nicht müssen ihr ganzes oder ihr halbes Leben ihre Eltern finanziell zum Beispiel oder für alles einfach aufkommen. Und das ist eigentlich wie eine riesige Befreiung gewesen von den jungen Leuten in dem Moment, wo die AV eingeführt worden ist. Und viele vergessen das. Und das kann man in Südländern schauen, wie das ist. Das ist vielleicht schön, so wie man sich's vorstellt. Aber man ist dann 100% als Kinder für das Wohlergehen von seinen Eltern zuständig. Und ich hätte natürlich durch das auch eine Abhängigkeit und hat auch nicht mehr so viel Geld für sich selber zur Verfügung. Und ich finde es auch noch interessant, dass es wie vergessen gegangen ist, dass es eigentlich ein riesen Vorteil ist für die jungen Leute, für Familien, dass sie wissen, hey, meine Eltern, wenn sie geschafft haben, können sie sich sogar in den meisten Fällen noch etwas leisten, es geht nicht gut, sie hat Zeit, unsere Kinder zu hüten. Also immer sehr willkommen ist und auch wichtig ist, sich gesellschaftlich zu organisieren, in allen Vereinen ehrenamtlich tätig zu sein. Und ich denke, die Leistungen, die dann die älteren Leute erbringen, noch zusätzlich für die Allgemeinheit, die kommen dann aber eben auch in die Diskussion. Und die finde ich eben ganz, ganz wichtig. Die gehen noch ein bisschen verloren. In der Kommission war letztes Jahr das Thema, ich glaube Mitte November ist darüber abgestimmt worden, über Cannabis-Studien, so viel es ist. Ist noch nicht. In der Kommission, Entschuldigung, ja. In der Kommission, jawohl. Generell, was ist dein Stand zu diesem Thema, Cannabis generell? Also mein Standpunkt ist hier ganz klar, ich setze mich eigentlich seit mehr als 20 Jahren für die Legalisierung, für Cannabiskonsum für Erwachsene, Hanf- und Hanfprodukte. Und ich habe hier vor ein paar Jahren mit der Grünen Fraktion zusammen haben wir eine parlamentarische Initiative gehabt, für ein Bundesgesetz machen zur Regulierung von Hanf- und Hanfprodukten analog im Alkoholgesetz. Und ich stelle mir euch vor, dass die Schweiz, die übrigens ein fortschrittliches erstes Alkoholgesetz hatte, von mehr als 100 Jahren,
die heute noch gültig ist, wo sie hat müssen, die Spirituose, also den starken Alkohol, hat müssen regulieren, weil alkoholsüchtig war, dass sie nur gute Erfahrungen gemacht hat, indem sie es nicht verboten hat, sondern reguliert hat und Anbau, Verarbeitung, natürlich nachher Handel, Konsum geregelt hat, mit selbstverständlich einem Werbeverbot und einem Jugendschutz. Und das würde auch unserer modernen, liberalen Gesellschaft extrem gut anstehen, abgesehen davon, dass wir heute das Problem haben, wahnsinnig viele Millionen, Milliarden von Geld an Schwarzmarkt. Jugendschutz ist nicht gewährleistet und 300'000 Konsumentinnen und Konsumenten haben wir trotzdem und die wissen gar nicht, was sie eigentlich konsumieren. Und das ist echt ziemlich bedenklich. Aber ich habe eine riesige Hoffnung, dass wir vielleicht in dieser Legislatur, in dieser Frage auch ein Stück weit kommen. Vielleicht gerade im Zusammenhang zu dieser Legislatur aufs Thema Bundesrat. Bundesrat für die Grünen. Würdest du sagen, der ist eigentlich schon längstens überfällig oder du findest, es kann eigentlich alles beim Alten bleiben? Also nach den historischen Wahlen, wo man ja muss sagen, wo jetzt die grüne Fraktion 35 Mitglieder zählt, dort von 5 im Ständerat, zuerst mal eine Gruppe im Ständerat von diesen 5, ist es von der Konkordanz her, ist der Anspruch auf unseren Ratssitz unbestritten. Wir können ihn nicht bestreiten. Darum wird er ja jetzt leider von den anderen Parteien natürlich vor allem auch mit inhaltlichen oder mit halt bisherig. Also man sucht jetzt andere Ausreden, muss man es nennen. Der Anspruch ist da und der Anspruch ist sicher auch da von den Wählerinnen und den Wählern, wenn sie in einer Partei und wenn man jetzt bei den ökologischen Kräften auch die Grünliberalen dazu zählt, was man sicher kann, das sind nochmal 16 mehr, dann wären da etwa 25% vom ganzen Parlament nicht im Bundesrat vertreten. In einer quasi Konkordanzdemokratie, also in einer Regierung, die man bewusst auf das Konkordanzsystem aufgebaut hat. Und von dem her, die Zeit ist da, und zwar jetzt, nach diesen Wahlen. Und wir haben ja die beste Bundesratskandidatin nominiert mit unserer Parteipräsidentin, mit der Regula Ritz. Auf die Partei nochmal zurückzukommen. Wie stellst du dir eine Schweiz vor anhand von der grünen Werte so in Zukunft? Das ist eigentlich so vom jetzigen Punkt her noch ein bisschen weiter weg. Aber nein, muss vielleicht so anfangen. Das Ziel muss ist ja nicht unbedingt, dass wir schon gar nicht, dass wir 7 grüne Bundesräte haben. Es geht ja nicht um das. Es geht nicht darum, dass wir grüne Macht haben. Sondern vielmehr ist, dass die dringenden Herausforderungen, und auch ist die Klimakrise die erste Herausforderung, die unsere Gesellschaft und alles so wird elementar betreffen, wenn wir jetzt nicht handeln, ist eigentlich wie das Thema so wichtig, dass wir müssen versuchen, natürlich über unser grünes Know-how, das wir haben, wir sind jetzt hier, um das auch zur Verfügung zu stellen, bis aber in Kantonen, wo wir in der Regierung sind, in der Gemeinde, in den Kantonsparlament, dass wir jetzt mal anfangen, mit den anderen politischen Parteien zusammen die Thematik anzugehen. Und selbstverständlich braucht es mehr von uns, damit wir dann auch die Mehrheiten haben, um eben die Massnahmen können zu beschliessen und umsetzen. Weil was wir uns jetzt nicht können leisten, das ist eigentlich die Verzögerungen. Und von dem her, wenn du mich fragst, wie sieht eine Schweiz aus, dann stelle ich mir die nicht so parteipolitisch vor, sondern ich stelle mir eine Schweiz vor, wo es schafft, und zwar nicht früher als 2050, wäre sehr gut, dass wir können bis vielleicht 2035 auf Erdöl, Gas, Kohle verzichten, dass wir in die Erneuerbaren investiert haben, dass wir so clevere
Heizungssystem, Gebäudetechnik haben, Mobilität haben, die verknüpft ist mit dem und auch auch die Innovation, die schon da ist, auch mit der smarten Verhängung, aber nicht nur, sondern auch parallel dazu, mit auch einer Änderung, wo wir uns auch überlegen, wohnen wir und arbeiten wir näher, damit wir eben können, zum Beispiel nicht müssen mehr Strassen bauen, sondern sehen, wir haben ja wieder Platz auf der Strasse. Wir können sogar eine Strassenseite der Velo freigeben für Schnellvelostrassen. Das ist so etwas, ein Traum, also Traum von mir. Wir fangen jetzt in Baseland an, mit unserem grünen Umweltdirektor. Aber so Veloschnellstrassen von A nach B, wo man 10 Kilometer hat, wo man dann auch mit den E-Bikes Schnellspuren macht, wo einfach eine Spur die Freiheit gibt und wo die Leute am Morgen auf die E-Bikes sitzen und zur Arbeit fahren, wo eigentlich überhaupt kein Problem wäre und wo man heute Stau haben. Und das würde die bisherigen Strassen entlasten. Auch unseren ÖV entlasten, zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Ich stelle mir auch vor, wenn man es, das ist jetzt vielleicht ein bisschen futuristisch, aber gleich. Nein, es ist eigentlich nicht futuristisch, wir haben ja auch gesundheitliche Probleme, das haben wir jetzt noch nicht besprochen. Bewegung fehlt uns, wir haben zwar alle gut zu essen, aber wir sollten uns auch wieder, also mehr halt natürlich ernähren, auch mit regionalen Lebensmitteln. Und vor allem auch bei der Bewegung stellen wir auch vor, dass wieder mehr laufen. Dass Laufen plötzlich zum Beispiel ein extremer Boom wird. Dass die Leute wieder von A nach B laufen. Vielleicht ist das auch, weil ich als Kind oft jeden Tag 3 Kilometer in die Schule gelaufen bin und wieder heim. Und kann schnell laufen und wirklich nicht mehr hinkommen. Und ich finde es irgendwie schon schade, dass die Leute nicht mehr laufen. Im Laufen begegnet man sich. Man macht etwas für Gesundheit, ohne dass man sich gross anstrengen muss. Man kann reden, wenn man will. Und man hat auch so ein bisschen den Stressabbau, der ja mir auch extrem belastet. Das war ein kleiner Werbespot für wieder mehr Laufen. Aber das wäre gerade in Siedlungsgebieten oder so, es wäre so schön, wieder die Menschen sehen, einfach laufen. Und selbstverständlich, die nicht laufen können, die haben kleine Elektrokarren oder das haben wir ja alles. Und wer nicht will laufen, fährt Velo. Was hättest du denn sonst noch für einen Wunsch, vielleicht ein bisschen auf einer politischen Ebene, wenn du jetzt könntest sagen, ein Gesetz oder ein Umdenken oder das Menschenrecht, das sofort wieder in Kraft treten? Also ich möchte beim anderen noch sagen, das ist sehr politisch. Weil wenn man zum Beispiel jetzt die Mobilität wirklich will, so, dann muss man die Rahmenbedingungen schaffen, dass sich das lohnt. Weil heute ist ja das Problem, also ich sage, es ist das Problem, viele Menschen, gerade auch junge Leute, möchten sich eigentlich umweltfreundlich verhalten. Sie möchten so leben. Aber sie haben gar nicht die Möglichkeit. Weil wir die Rahmenbedingungen bis jetzt eigentlich immer so geschaffen haben, dass man sich umweltfreundlich fast muss verhalten, respektive dass sogar noch günstiger ist, als wenn man sich umweltfreundlich verhaltet. Und darum ist es hochpolitisch, eigentlich zu sagen, in der Mobilität sind halt die Rahmenbedingungen so, dass wir vereinfachen, eben, dass man Velo fahren kann, dass wir vereinfachen, dass man gerade Strecken laufen kann, dass man nicht über 10 Strassen über und immer warten am Rotlicht und dass ich sicher bin, zum Beispiel. Oder das andere Beispiel, dass es Märkte gibt, vor Ort, wo ich mich mit frischen Lebensmitteln von den Bauern kann verpflegen, die dann überhaupt nicht teuer sind, weil der Zwischenhandel ist auch weggefallen. Und, ich habe dann auch, also, ja, können sich das auch alle leisten. Das sind vielleicht kleine Beispiele, aber sie können unser Leben sehr verändern. Und für deine, Frage noch zu sagen, ich bin eben nicht so der Typ, der sagt, ich will jetzt Bling machen und morgen muss das eingeführt werden. Aber wie gesagt, ich würde sagen, in der nächsten Legislatur, wenn ich bestimmen könnte, würde ich sagen, wir haben wirklich die erneuerbaren Energien gefördert. Also wir haben es durchgebracht, dass man zum Beispiel die Sonnenenergie, die man sträflich vernachlässigt hat, dass man die vereinfacht
überall einfach drauf tun kann. Also mit überall, gerade so mal die beruhigen, meine ich nicht die Bau, die denkmalgeschützten Bauten, aber es soll auch in Kernzonen möglich sein, auf einem einfachen Verfahren. Und sonst ist einfach jedes Industriedach und jeder Gebäudepark, also wir können dort 2 AKW abstellen. Und dass wir das beschlossen haben. Und dann, weil ja die Investitionen heute nicht mehr so teuer sind, dann können wir eigentlich extrem viel machen mit dem, was wir schon haben. Weil die Infrastruktur haben wir schon, um die Sonnenpanels drauf zu tun. Das ist nur ein Beispiel, aber das ist enorm wichtig. Und das natürlich dann noch verbunden mit auch vielleicht einer Vereinfachung, mit Gebäudesanierungen, dass man auch eben die Leute belohnt, die etwas machen wollen, auch einfache Sachen machen wollen. Und natürlich ein CO2-Gesetz mit einer Lenkungsabgabe, wo, das, was ich vorher angedeutet habe, wo man eben lenkt, dass sich ein klimafreundliches Verhalten lohnt, wie man wieder etwas zurückbekommt und es soll an die Menschen zurückverteilt werden. Und die wirklich das Klima belasten, die zahlen. Hast du da manchmal ein bisschen Groll drauf, dass gewisse Sachen einfach so lang gehen? Ein Groll nicht, aber eine Ungeduld natürlich. Also ich bin ja eben schon länger da und bei gewissen Themen denkt es mir einfach, wie jetzt eben gerade bei den erneuerbaren Energien, wo ich ja auch schon 20 Jahre von dieser Sonnenenergie, also nicht nur ich, es gibt die Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie, die gibt es seit 45 Jahren, oder? Also ich meine, die versuchen seit 45 Jahren, ich glaube, der Bevölkerung muss man es im Fall nicht mehr klar machen. Die Bevölkerung weiss das. Aber wenn die Bedingungen, eben die Rahmenbedingungen immer schlecht sind, aber also die Politik bis hier nicht begriffen hat, respektive die Interessenvertretungen von denen, die eben nicht verdienen an der Sonnenenergie, halt der Widerstand so gross ist und die Lobby so gross ist, ja, dann tut mir Geduld langsam platzen. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, inspiriert von Bernard Pivot, er ist ein Talkshow-Host aus Frankreich. Was ist dein Lieblingswort? Das Lieblingswort? Ja, ich würde sagen Menschen. Was ist das Wort, das du am wenigsten gern hast? Hass. Was gefällt dir am besten an deinem Leben? Meine Familie. Und was am wenigsten? Wenn ich am Morgen früh aufstehen muss. Welches Geräusch oder welche Stimme hast du gern? Im Wald. Vögel, das Laub, wo man hört rascheln, auch die Ruhe. Welches Geräusch kannst du gar nicht haben? Autobahn, Rauschen. Was ist dein Lieblingsschimpfwort? Habe ich schon eins gesagt? Habe ich da mal eins gesagt? Ich weiss es gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Darum muss ich eben gerade studieren. Ja, schimpfe ich gar nicht, kann das sein? Irgendein Baseldeutsch. Jetzt muss ich mir... Gottfriedli, vielleicht. Vielleicht. Welchen Beruf würdest du gerne ausüben, wenn es jetzt nicht Politikerin oder nicht Biobäuerin wäre? Und nicht Sozialarbeiterin. Das habe ich nämlich auch sehr gerne gemacht. Ich glaube, ich wäre noch gerne Moderatorin geworden. Aber vielleicht, weil es im Fall ähnlich ist wie Politikerin. Und welchen Beruf kannst du gar nicht ausüben? Oder willst du gar nicht wollen ausüben? Ich bin nicht Technikerin. So die ganz feinen Sachen und so. Oder Mathematikerin. Das wäre nicht mein Beruf. Und wenn jemand eine Biografie über dich schreiben würde, was wäre der Titel von deinem Buch oder was würde dort drinstehen? Also, überlasse ich, glaube ich, lieber einmal der Autorin und dem Autor, obwohl ich ja hoffe, es gibt keine Biografie über mich. Gibt ja schon viel. Ich habe keine Ahnung. Also, man hat mir ja schon viele Titel gegeben, weil ja schon viel über mich geschrieben worden ist. Es fällt mir im Fall nicht einmal einen ein. Müsste jetzt länger studieren. Das ist mir leid, nein. Keine Ahnung.
Naja, was für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Ah ja, bitte? Also schon fertig? Schon. Doch eine Stunde gegangen. So schnell vergeht eine Stunde. Und wir haben ohne Probleme noch weiter. Ja, das ist wahr. Also, ich danke auch für die vor allem ganz, ganz tolle Fragen. Und hoffentlich ist es ein bisschen in eurem Sinn rausgekommen. Merci.